Also, mein Name ist Julia Kasten, Dr. Julia Kasten in Mainz, und heute habe ich meinen Mann bei mir und wir wollen heute über die Mythen von Hyaluron sprechen und die hoffentlich auch auflösen. Also ein Mythos, den man immer wieder hört, ist, dass Hyaluron aus Hühnern gemacht wird. Wie kommt es eigentlich zu dieser Vorstellung? Es ist richtig, dass Hyaluron auch aus Hahnenkämmen gewonnen wurde. Das ist keine Lüge und auch kein Mythos, aber die modernen Produkte, die Hyaluronhersteller sozusagen herstellen, werden nicht mehr aus tierischem Ursprung hergestellt. Das Hyaluron, was wir in der Praxis benutzen, ist biosynthetisch hergestellt und stammt nicht aus irgendwelchen Tieren oder Hühnern. Was man auch immer wieder hört, dass so eine Hyaluronbehandlung extrem wehtun soll. Da gibt es sicherlich Unterschiede. Wie sind denn deine Erfahrungen? Meine Erfahrungen sind durchweg so, dass egal ob empfindlich oder nicht empfindlich, die Patienten immer wieder sagen, sie haben sich es schlimmer vorgestellt. Klar gibt es Regionen, die man spürt, da ist auch mal ein Pieks dabei, der ein bisschen unangenehmer ist, aber das ist immer nur ein ganz kurzer Moment und das liegt daran, dass die Nadeln, mit denen injiziert wird, immer kleiner werden und man betäubt auch die Region, bevor man behandelt, und während der Behandlung wird auch automatisch ein Betäubungsmittel mitgespritzt. Stimmt, also die modernen Hyalurongele, die enthalten fast alle Lidocain, das ist eine örtliche Betäubung, sodass die Behandlung insgesamt dann auch viel, viel komfortabler ist, als sie früher war. In den Medien sieht man ja immer wieder Bilder von Prominenten, die offensichtlich eine Behandlung gehabt haben, wobei auch gar nicht ganz klar ist, war das jetzt Hyalurongel oder was anderes. Aber das ist natürlich eine Sorge von vielen Menschen. Wird es hinterher gemacht aussehen oder wenn ich mich jetzt behandeln lasse, dann wird es sofort jeder merken. Wie ist da dein Herangehen an diese Sorgen? Also ich empfehle den Patienten, die Behandlung stufenweise zu planen, sodass man auch auf jeder Stufe wieder neu entscheiden kann, reicht mir das schon? Und es ist ganz wichtig, dass man das Ziel richtig steckt, sodass man eben nicht perfekt oder faltenfrei aussehen möchte, sondern erholt und erfrischt und seinem Alter auch im Endeffekt entsprechend, aber gut aussehen für sein Alter. Und das funktioniert sehr gut. Die Patienten fühlen sich wohl damit. Sie haben auch ein anderes Aussehen, aber das wird nicht mit einer Behandlung in Verbindung gebracht, weil es eben ganz natürlich wirkt. Und wichtig ist auch, dass man einen Plan macht, einen Behandlungsplan, dass man nicht jetzt ziel- und wahllos einfach beginnt mit einer Behandlung oder Maximalbehandlung macht, sondern dass man schaut, welche Zone ist am wichtigsten, was muss ich genau behandeln, wie viel werde ich dafür benötigen, und dass man dann schrittweise insgesamt das so gestaltet, dass das Aussehen frischer und verjüngter, positiver und besser wird. Das funktioniert sehr gut. Viele Patienten haben am allermeisten Angst vor einer Lippenbehandlung. Und in der Regel sind sie dann am begeistertsten von dieser Partie nach der Behandlung, weil das eben auch sehr natürlich und unauffällig geht, aber unheimlich viel ausmacht, um ein frisches und attraktives Aussehen zu erhalten. Wenn Sie Fragen zu diesen Themen haben, dann posten Sie sie bitte hier unter den Kommentaren, schreiben Sie uns eine E-Mail oder vereinbaren Sie Ihren Gesprächstermin bei uns in der Sprechstunde. Wir freuen uns auf Sie.